Hallo, ich grüße dich. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Phoenix mit den Kindern und da sind wir unterwegs stehen geblieben an einem Fluss. Wie heißt der Fluss? Colorado River. Richtig, Colorado River, und es ist wirklich wunderschön hier. Da ist nicht so starke Strömung. Da auf der anderen Seite siehst du ganz, ganz viele Camper. Aber das ist normal hier in Amerika. Manchmal wünschen wir uns, vor allem die Anna wünscht sich so eine richtig große Camper, wo man drinnen viel Platz hat, wo man sitzen kann. Und das ist schon, es hat schon was, nur auf der anderen Seite braucht man auch wieder Auto, damit man mobiler ist, oder Patrick? Ja. Aber viele machen das so, wenn sie so eine riesige Bus haben, hinter sich schleppen sie auch noch so einen Geländewagen oder sonst irgendeinen Wagen hinter sich her. Und das finde ich dann die bessere Variante. Ja. Und ja, und ist ja, bleiben wir jetzt circa eine halbe Stunde und dann fahren wir weiter Richtung Phoenix. Wir sehen uns, bis gleich. Jetzt haben wir kurze Pause gemacht. Kinder kommen gleich raus. Das finde ich immer so interessant hier in dieser Wüste. Klapperschlangen, Skorpione überall. Wahnsinn. Wir sind jetzt in Phoenix, in Granada Park. Das ist so eine wunderschöne Parkanlage hier. Die Kinder wollten schon unbedingt spielen. Schau, so schöne Berge rundherum. Und jetzt schauen wir uns das an, wie groß das ist, dass die Kinder ein bisschen spielen. Und dann gehen wir vielleicht noch ins Zentrum. Stimmt? Ich habe den Park gefunden. Du hast den Park gefunden, jetzt, ja? Jetzt sind wir mal nach Granada gegangen. Nach Granada, ja, so wie Nicaragua, genau. So, jetzt habe ich einen schönen schattigen Platz gefunden. Die Kinder haben auch schon einen Spielplatz gefunden. Mein Schatz kommt gerade mit Patrick und André. Oh, es ist so angenehm, weil wir sind jetzt, glaube ich, 140 oder 150 Meilen gefahren. Wie du gesehen hast, am Anfang waren wir kurz bei diesem Colorado River, bei diesem Fluss. Und jetzt wollen wir ein bisschen relaxen. Wir sind jetzt von dem Park weitergefahren, weil mein Schatz hat gesehen im Internet, da gibt es sowas, ich habe das eigentlich auch schon gestern gesehen, diese Hole in Rock. Schau dir das an, da gibt es so eine Höhle direkt in den Felsen drinnen. Da, schau. Und das finden wir einfach interessanter, wie der Spielplatz. Kinder, auch wie ich denen gesagt habe, komm, Kinder, wir gehen wieder klettern, sind gleich runtergesprungen. Und gleich, ja, gehen wir, weil die machen in dreiviertel Stunde zu, deswegen nutzen wir das schnell aus. Wir sind jetzt weiter geklettert. Da, auf die steile Wand. Weil von da hat man bessere Aussicht. Hallo André, du musst rundherum gehen. Rundherum! Da ist ein Weg. Schaut euch das an, wie die klettern, das ist ein Wahnsinn, wie die Profis. Da kann man hingehen, schau mal. Heute ist mein bester Tag. Na geh, das glaube ich nicht. Ja, geh mal da durch. Komm, Matej. Nicht schon wieder. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Da sind gar keine Menschen, weil ich habe denen gesagt, komm, gehen wir rundherum, schauen wir uns das von der anderen Seite an. Und es stimmt auch, schaut, keine Menschen da. Aber Wahnsinn, dass man überhaupt in einem Park sowas findet. Das ist wirklich schön.
Ciao. Meine Kletterer. Was ist? Hast du Sommerreifen? Ja. Mathe. Was ist? Geht nicht? Muss gehen? Ja, genau, da muss ich festhalten. Und wie war's, André? Gut. Gut, super. Jetzt gehe ich das dritte Mal rauf. Das dritte Mal gehst du schon rauf? Pfah. So viel Energie verbrauchen? Ja. Aber 1%. Hallo, André. Hallo. Da, nach rechts musst du. Achso, du wolltest da, wo es schwerer ist. Achso, ich weiß, du bist ja. Ah, da ist schon der Matthäi. Hallo, Mäuschen. Nach 500 Jahren. Nach 500 Jahren. Ich habe einen Untergang genießt. Richtig, das gehört auch dazu. Ich gehe noch mal. Bleibt sie alle oben, tun wir dann Sonnenuntergang genießen. Ich gehe dann auch rauf, nur ich weiß nicht, ob ich hochkomme. Okay, ich wurde dann oben. Ich muss dann aber ohne Kamera. Ja, der Papa darf auch nicht fehlen, oder? Ja. Hallo, da meditiert jemand? Ja. Super, Sonnenuntergang genießen, ne? Ja. Wow, das nenne ich ein super Tag, oder? Beziehungsweise Ende des Tages, weil in einer halben Stunde ist wahrscheinlich dunkel, es ist so schön. Schau, Sonnenuntergang hinter mir. Super. Damit haben wir gar nicht gerechnet, das war wieder so auf schnell. Im Internet, TripAdvisor, schauen, aha, was gibt es, Sehenswürdigkeiten. Schau mal, nicht so weit, okay, schnell. Kinder, gehen wir weiter, wie die gehört haben, dass wir klettern gehen, stimmt? Ja. Sofort runter und schnell ins Auto. So, jetzt wollten wir schon eigentlich gehen. Dann hat André wieder einen Weg entdeckt. Man kann noch ein Stück höher gehen. Das heißt, wir sind wieder raufgeklettert. Also Wahnsinn mit denen. Immer wieder dasselbe. Und noch ein Stückchen, und noch ein Stückchen. Hallo, wir befinden uns jetzt gerade im Zentrum, kann man sagen, von Phoenix. Nur gestern haben wir uns ein bisschen vertan. Wir wollten heute nach El Paso und wir haben gedacht, das sind nur 200 Meilen. Dabei sind es 450 Meilen und das ist schon ziemlich weit. Deswegen haben wir nicht so viel Zeit, wie wir eigentlich eingeplant haben für Phoenix. Aber gestern war sowieso super. Für den Kindern hat es wieder gefallen bei den Steinen, bei den Felsen und so. Und heute fahren wir dann weiter nach El Paso. Da bleiben wir, glaube ich, 2 oder 3 Tage. Und dann geht es wieder weiter. Und ja, dann lass dich da überraschen. Ich zeige dir wenigstens ein bisschen was vom Zentrum und wir sehen uns dann später von El Paso.
Na perfekt. Jetzt wollten wir einen Ausflug machen mit der Gondel, mit der Tramway. Leider ist zu. Super. Ah. Hallo, ich grüße dich. So wie du gesehen hast, wir wollten heute mit so einer Tramway, so einer Gondel rauffahren, damit man perfekte Sicht hat über El Paso. Und das steht von Montag bis Donnerstag geschlossen. Heute ist Montag, morgen fahren wir weiter. Warte sicher nicht 4 Tage, bis die wieder aufsperren. Da sind wir wieder zurückgefahren und da ist so eine schöne Aussichtsterrasse. Und da wollte ich dir unbedingt was sagen. Und zwar, das da, was du da siehst, so modern, das ist El Paso. Dann ist so ein kleiner Fluss da, dann ist eine lange Mauer, besser ein Zaun, und da ist die Grenze. Hinter der Grenze ist der gefährlichste Ort auf der Welt, beziehungsweise die gefährlichste Stadt auf der Welt, und zwar Ciudad de Juárez. El Paso gehört zu den sichersten Städten in den USA. Ciudad de Juárez zu den gefährlichsten auf der Welt, das heißt nicht in Mexiko, sondern auf der ganzen Welt. Warum das so ist? Weil da verschiedene Kartelle sind, die gegeneinander kämpfen und die Herrschaft, kann man sagen. Und zweitens, 90%, schon wieder Sirenen, 90% Drogen wie Kokain oder Heroin gehen über Ciudad Juárez direkt in die Vereinigten Staaten. Umsatz zwischen 30 und 40 Milliarden jährlich. Deswegen kannst du dir vorstellen, da werden über 3000 Menschen im Jahr ermordet. Hier in El Paso sind das nur ungefähr 5. Kannst du dir das vorstellen? Dafür 250 Polizisten. Selbstverständlich sind das die Polizisten, die nicht korrupt sind und die nicht mit den Banden mitarbeiten. Das heißt, da wirst du einfach weggeräumt. Da werden täglich so um die 12 Personen umgebracht. Kannst du dir das vorstellen? Auch mit Polizisten und so. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Die Straßen dort sind wie leergefegt. Es ist wirklich sehr gefährlich dort. Viele, viele Häuser stehen da einfach leer, weil das keiner kaufen will. Es ist wirklich sehr gefährlich dort. Und vor allem gibt es extra so ein Viertel, wo 60% der Einwohner Bandenmitglieder sind, die sich halt gegenseitig bekämpfen. Deswegen, das wollte ich dir noch unbedingt zeigen, dass hier der sicherste Ort ist. Ein paar Meter weiter gehst du über so einen kleinen Fluss oder über die Grenze und ist der gefährlichste Ort auf der Welt. Kann man mit Kabul in Afghanistan vergleichen und das ist schon ein Wahnsinn, oder? Aber jetzt gehen wir weiter. Da zeige ich dir nochmal das dahinter. So, das ist alles Ciudad de Juárez. Das hier ist alles El Paso. Hallo David. Hallo. Wie heißt die gefährliche Stadt? Juárez. Juárez. Und wie heißt diese da? Ich habe vergessen. El Paso. Ach so, nicht Dallas? El Paso, genau. Richtig, Mann. Hallo, ich grüße dich aus einem nahegelegenen Park und da wollte ich dir noch was zeigen. Schau dir das an, da. Das ist die Brücke und da kannst du schon auf dem Bild sehen. Schau, da steht schon drauf Mexiko. Das heißt, da ist schon die Grenze zu Mexiko, besser gesagt zu Juárez, zu dem gefährlichen Ort, was ich vorher erwähnt habe. Und ja, es ist ein Wahnsinn, oder? Dass man so nah ist. Da bist du noch so komplett sicher, gehst über die Brücke und da herrscht der blanke Chaos. Wirklich ein Wahnsinn. Die Kinder spielen jetzt gerade da hinten. Vorher bin ich gegangen und auf einmal diese ganze Springbrunnen geht da aus dem Boden raus und fängt zu spritzen. Ne? Ich habe mich so erschreckt, ich habe gedacht, das ist irgendeine Schlange oder so. Boah, hab ich so, ich glaube, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und das wollte ich dir nur zeigen, das ist die Brücke. Wir werden tausende von Menschen jeden Tag hin und wieder zurück und das ist wirklich ein Wahnsinn. Schau, das ist schon Polizeistreifen und sie wirklich verstärkte Kontrolle hier.